Zombie. Ah, noch ein Zombie. Ja, Leute, die Folge fängt gleich gut an. Spike meckert rum. Und wir sagen erstmal wieder. Ah, jetzt rennen wir drei Zombies hinterher. Und du hast einen Rucksack gefunden. Ja, aber den kann ich nicht aufnehmen, weil die Deppen hinter mir herrennen. Nein, halt, stopp. Ja, das ist scheiße. Komm schon, irgendwo muss das rumliegen hier in dieser blöden Halle. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall. Das da könnte was ist das? Eine Axt? Eine Axt? Komm schon, nimm die scheiß Axt. Nimm sie dir. Nimm die Axt in die Hand. Das könnte aber auch die Straße sein, Richtung... Ich weiß es nicht, Leute. Ich laufe jetzt einfach so. Querfeld ein und ich müsste so ans Meer kommen. Der Kompass funktioniert ja nicht. Ich weiß nicht, wie der funktionieren soll. Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann nur Close Kompass machen. Mehr nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Hast du schon eine Idee, wie der Kompass funktioniert? Nee, ne? Unten auswählen in der Liste. Ja. 1, 2 oder so. Ja gut, das habe ich ja gemacht, aber man kann doch gar nicht... Er wird ja nicht groß, so wie früher. Ja doch, du musst halt die Ego-Perspektive... Oder da. Dann musst du es aus... Dann ja, dann hast du eigentlich in der Hand, wie eine Waffe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich bin jetzt in der Ego. Oh. Jetzt weiß ich, was mich immer auf den Desktop schmeißt. Java. Ja, aber wie? Ach so. Ah, und dann Dingens drücken. So, und Richtung Süden wäre doch eigentlich richtig, oder nicht? Von... Will ich mal gucken, aber ich muss erst den Rucksack krallen, bevor er weg ist. Von Kalaska. Steht schon wieder ein Zombie. Norden ist Echt? Oben. Rechts ist immer Süden. Komm her, Pink Lady. Nee, Westen. Verdammt. Oh, schon wieder bluten. Oh Gott. Hast kein Verband. Doch. Oh. Ja, das ist das erste, das ich mir nicht gefunden, zum Glück. Ach so. Ja, Richtung Westen. Westen ist richtig. Da habe ich schon 4 Zombies getötet. Lol. Hast du denn eine Feuerwehr-Axt oder so eine einfache? Eine rote Feuerwehr-Axt. Ja. So, jetzt habe ich einen grünen Rucksack. Das ist schon mal gut. Was liegt hier sonst noch? Sticks. Ich hoffe, dass die Aufnahmen zwischendurch, Leute, wenn die schwarz werden... Ja, es tut mir wirklich leid. Java sprackt bei mir rum. Java, das ziehen jetzt, Mama! Westen müsste richtig sein. Also so wie ich weiß, ist Westen richtig. Cool. Ich schätze mal, wenn Spike gleich guckt, müsste das eigentlich auch richtig sein. Was hast du? Ich habe einen Holzfäller. Oh, lol. Eine schwarze Mütze auf, eine Wollmütze und ein Holzfällerhemd. Ah, wie geil. Und einen grünen Rucksack, das sieht zu gut aus. Das sieht mit Sicherheit zu gut aus. Ja, Spike, Westen müsste ja eigentlich richtig sein, ne? Hm? Westen. Mhm. Wenn ich mich Richtung Westen halte, müsste ich eigentlich Richtung Meer kommen, was ich will. Osten? Westen. Osten? Meinst du, dass ich Richtung Osten muss? Keine Ahnung. Da war Norden. Ich dachte, Norden war oben von der Map aus so gesehen. Versuch's irgendwie mit der Map rauszufinden. Ja, aber auf der Map haben wir ja gar keine Koordinaten drauf. Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Westen. Süden, Osten, Norden. Da muss ich eigentlich Richtung Osten laufen. Die Tankstelle, wo eigentlich der blaue Van steht. Aber wir sind doch die ganze Zeit Richtung Osten gelaufen, Leute. Da hinten ist die Stadt und wir sind so hochgekommen, die Stadt. Also muss ich Richtung Westen laufen. Das geht ja gar nicht anders. Das beste Transportmittel war immer noch die Fahrräder. Ja, das war das Beste. Gerade mit einem bergab war. Gebrochenen Bein drauf gestanden, dann bin ich mal eine Woche lang rumgehetzt mit dem Ding. Genau, das war das. Das war so grandios. Absolut geilste, was es gab. Ich habe übrigens das Bein gebrochen, dann hast du ein Fahrrad gefunden, dann. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Oder wo war. Was haben wir noch gemacht? Wo wir da den Berg immer runtergefahren sind bei Scherno. Wer fliegt am Wald? 80. Wer traut sich am meisten zu mit dem Motorrad? Werde ich nicht vergessen. Alter Schwede. Nicht bremsen, Leute. Da den Berg runter. Ja, nicht bremsen und dann richtig Späne. Alter Schwede. Oder Rennen sind wir nachts gefahren. Oh, mit den Autos. Oh, nebeneinander stellen und dann Rennen fahren. Und dann haben wir uns gegenseitig in die Karre gefahren. Richtig geil gewesen. Echt. Ich glaube, wir machen auch nochmal Überraschungshaftes, ein Boot mitten auf dem Airfield. Yeah, Cheater-Symbole. Genau. Was ich doof finde, dass man jetzt wirklich auf der Karte kein Kompass hat. Oh Gott, sieht das doof aus. So als bei diesem riesigen Mühlenberg oder was das sein soll. Ja. Auf jeden Fall brauche ich was zum Trinken. Hast du mal hab sogar Wasser. Doch ja, eine Dose und was zum Essen. Okay. Da spare ich jetzt noch ein bisschen. Na denn, ab Orange verlierst du Leben, ne? Echt? Ja. Ach, egal. Weg damit, bevor es jemand klauen kann. Wollte ich gerade sagen. Ja gut, du brauchst ja nur einen Brunnen suchen. Na, hast du Trinken erledigt. Du kannst ja ruhig auch in jedes Haus gehen. Du musst sowieso erstmal gucken, wo ich rauskomme. Ja. Aber laut meines Wissens ist Westen richtig, weil. Was geht die Sonne denn? Auf oder unter? Ich höre einen Zombie mitten im Wald. Willst du mich verarschen, Zombie? Lol. Alter, was ist hier los? Alter, lauf! Da sind zwei Zombies mitten im Wald. Drei! Nein! Oh nein, warte, nein. Oh. Also. Na, brechen sie sich die Beine? Da, die haben sich die Beine gebrochen, Leute. Sind den Berg runtergefallen und sind tot. Scheiße. Was hast du? Ich habe gerade so eine Tarnhose gefunden mit 6 Plätzen. Ja. Wollte sie eigentlich nehmen, weil es halt auf dem Schrank lag. Da war die Hose in der normalen Hose drinne. Ja. Dann habe ich die blaue Hose weggezogen, jetzt habe ich gar keine Hose mehr. Musst du warten, das droppt gleich wieder. Musst nur warten. So. Das dauert einen Augenblick und dann kommen die wieder, die Items. Das hat er doch so eingefügt. Dass sie nicht sofort wiederkommen, sondern das dauert einen Augenblick. Musst du 1-2 Minuten da gerade stehen oder eine halbe Minute. Ah, sind sie schon wieder. Gut. Ja. Boah, Glück gehabt. Also das habe ich mir auch schon schlau gemacht, weil ich mich auch schon aufgeregt habe, dass so schnell
die Sachen manchmal weg sind einfach, ne? Aber man muss halt einfach nur warten. Ja, manchmal muss man auch einfach sagen, bringt es wirklich was, wenn man sich einfach ein dusseliges Forum durchliest, ne? So, Leute. Wenn wir nach oben gelaufen wären, wären wir irgendwo am Arsch der Welt. Wir können jetzt nur richtig sein. Lol. Da hinten ist ein Schild. Das muss ich kurz gucken. Da hinten ist ein Schild, Leute. Da gehen wir doch gucken. Dann weiß ich, wo ich wieder bin. Ob ich jetzt richtig gelaufen bin, das erfahren wir, wenn wir am Schild gleich sind. Ja, aber kann ja wirklich sein, dass ich jetzt zu doof war, gerade eine Karte zu lesen. Mhm. Hier haben wir einen Hochsitz, aber Hochsitz soll ja eh noch nichts drauf sein. Da braucht man ja nicht raufgucken. Fand ich immer sehr nice eigentlich bei dem Mod, die Hochsitze, ne? Das war, ja, war manchmal so dieser Lebensretter. Ja, gut, im nächsten Kapuff. Ort gibt's einen Wasserhahn. Na gut. Ja, ein Brunnen. Wasserhahn. Hau dir alles rein, was du hast, und danach rennst du bis dahin. Oh, erstmal wollte die Fabrik noch dackeln. So, jetzt bin ich gleich gespannt. Also Leute, ich sag's euch, wahrscheinlich sind die Kommentare unter den letzten Videos schon wieder so viele. Gabo, du bist zu doof! Na, ich bin nur dummer IT. Ich bin kein Koordinator. So. Was haben wir jetzt hier? Mit A. Okay, da ist ab. Geradeaus würden wir da hinkommen. Okay, und mit R. Kommen wir zu Groffs. Lol, wo bin ich? Ja, okay, macht nichts. Ich bin jetzt bei Dubrovska. Da, wo wir vorhin schon mal waren. Aber wir wollten uns ja eigentlich oben weiter treffen. Gut, dann haben wir jetzt halt in dem Sinne ein bisschen abgekürzt. Oder nicht direkt abgekürzt, aber wir laufen jetzt Richtung Dubrovska. Und von Dubrovska aus... Ja, dann war Westen unten. Das war schon richtig, was du gesagt hast, Spike. Ja. Ich bin in dem Sinne runtergelaufen. Ja, passt. Ja, passt, passt. Passt, ja. Passt. Ja, Norden ist in dem Sinne oben. Da würden wir hochlaufen. Und ans Meer müsste ich eigentlich jetzt so laufen. Das wird ja auch nicht passen. Naja, egal. Wir laufen Richtung Dubrovska. Von Dubrovska aus suchen wir uns dann das Schild Richtung Berenzino und dann sind wir da. Fertig. Ganz einfache Taktik jetzt hier. Wir kommen schon an. Ja, immer der Nase lang, kann man nie was falsch machen. Trotzdem war das Querfeld einlaufen gerade sehr schnell. Also das muss ich wirklich sagen. Ja, da waren wir nämlich vorhin. Hier haben wir nämlich vorhin das Auto, wollten wir uns da durchsuchen. Aber gut, wir müssen ja halt zurück und den Spike in dem Sinne ja auch so schnell wie möglich helfen mit Essen und vielleicht trinken. Das ja, noch geht's. Ja gut, aber so hast du dann auf jeden Fall was, das meine ich, ne? Ja. Und dann können wir uns in dem Sinne... auf dem Weg dann endlich zum Airfield machen, weil wenn wir uns beide in Berenzino treffen, dann sollte eigentlich der Weg nach Dingens überhaupt gar kein Problem mehr sein. Und ich glaube, immer schön der Straße entlang. Dann passt das nämlich. Was bei mir dämlich ist, dass das Bild immer noch so verschwimmt beim Laufen. Das muss ich gleich, wenn... Ja, die Folge ist eh schon wieder rum, Leute. Ich will mich mal ganz kurz ins Gebüsch setzen. Ich habe vorhin irgendwas umgestellt. Diesen Effekt muss ich wieder ausstellen. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.